Spiel beginnt jetzt. Oh Gott, ich werde noch. Gänsehaut gerade. Trommelwirbel. Drrr. So, hier ist eh noch mit drinne. Aber bin ich schon filmen gegangen? Ach, ist er jetzt immer mit dabei. Also egal. Ach Gott. Was? Hier wird alles überstrichen? Yo. What the fuck? Geil. Leute, ich kann meine eigene Klasse auswählen. Oh Gott, ich hab vergessen, die Fallschirm zu öffnen. Alter, was ist denn jetzt los? Warten, bis Lobby gefüllt ist. 100 Punkte. Was ist denn? Was? Wir kommen beim Flughafen runter. Beim Flughafen. Ja. Vorlobby ist auf jeden Fall da. Alles klar. Na, einfach mal hier rein. Irgendwie hört sich die Musik anders an. Ich höre da gar keine Musik leider. Null. Ich hab noch blöde. Schritte zur Freiheit. Wir haben Aufgaben am Rand. Ja, die Frage ist, die sehen wir halt nicht, ne? Nee, noch nicht. Ich mach die euch mal, oh, ich hab die Mucke von Black Ops 1 läuft. Oh mein Gott. Das Aufwärmen ist erledigt. Legen wir endlich los. Oha. Ja, jetzt sofort. Geht's los, ja, es geht los. LOL. Was ist das denn? LOL. Oh mein Gott. Junge, die Städtenamen. Oh, geil. Wie hast du die Städtenamen alle weg? Wieso? Das ganze Ding wird ausgelöscht. Ich hab's verraten, aber das ganze Ding wird platt gemacht. Ey, lass mal woanders hin. Warte, ja, aber es, wo? Es gibt keine Mission, gar nichts, Junge. Sammeln Sie Kartencodes. What? Raus, und ganz rechts an den Rand. Töten und erbeuten Sie Info, für Info. Sammeln Sie Kartencode. What the fuck? Ich hab Leder, aber das ist ja. Das ist ja. Ah, wo bist du? Ich bin hier vorne. Oh, du gehst ganz rüber oder was? Warte, ich komm zu dir. Kevin, los geht's. Ich komm zu euch. Kevin, Spezialmunition. Ich hab Spezialmunition drin, kannst du laden. Wir haben sogar unsere Waffen, ey. Ja. Hier ist eine Panzerplatte, oder? Okay, wir brauchen auf jeden Fall jetzt Leute, die wir killen können. Ich werde auch mal die wir finden. Ich bin so gehypt, ich schieße gleich die Möwe hier oben ab. Alter, was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Was war das? Keine Ahnung. Lol, Alter, ich hab schwitzige Hände, Alter. Wie geil. Das ist ja voll krank, Alter, ohne Scheiß. Nein, überfüllt dich nicht. Park, hier drinnen ist noch eine Kiste oder sowas. Sollte mal sein. Ach, hier. Ja, hier ist noch ein Sturmgewehr drin, das hab ich ja schon, jetzt können wir was anderes nehmen. Waffenlieferung. Ja. Hast du wohl geholt oder was? Die lag hier. Okay, lol. What the fucking hell ist das, Alter? Scheißegal. Okay, let's go. Was wir kriegen können. Wir müssen hier hoch. Die sind alle oben auf dem Dach, denke ich. Da ja, oben fliegt ihr noch, Da? Hinten? Ist ein Dreier-Team. Die kommen hinten runter. Team des Todes, Junge. Also die Waffe ist nicht gerade so präzise. Nee, ich weiß, aber. Egal. Hier hoch und irgendwie verstecken. Wir müssen hier Leute, wir müssen unbedingt Leute wegholen. Boah, Uni, Alter. Hier ist eine Kiste noch, da. Ich hab eine Weste. Eine Score. Alter, ich hab gerade gehört, wie der Normalization gesagt hat. Wie in dem Ankündigungstrailer, Alter. Wir haben 2 von 5 Infos. Okay.
Hier drüben ist irgendjemand. Scheiße, wir müssen hier raus. Da drüben in dem Haus ist jemand. Da. Mach raus. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da vorne ist noch einer. Am Hausrand kommt der. Hinterm Haus, Achtung. Hier bei mir. Oh. Ausgelöscht. Ich komm wieder. Der hat mich, fuck. Ich komm zu euch rüber. Oh Gott. Schade, der hat mich. Wir müssten da wieder hin. Ja. Ich lande hier auf dem Dach. Hab'n gehabt. Kartencode habe ich auch. Ich hab alle Kartencodes. Erste Aufgabe ist fertig. Da ist einer drin. Sichern Sie den Schlüssel. Ab zum Schlüssel. Wo ist der? Der Schlüssel? Dort hinten. Ja gut, dann runter. Da runter vom Gebäude. Lol. Ich glaube, das ist für alle. Könnte sein, ja. Bin unterwegs auf jeden Fall. Ich auch. Ich schlafe Spezialmuni. Kevin, komm da einfach bei uns wieder runter. Kannst du da neu reinkommen? Sichern Sie den Schlüssel, Alter. Wir haben dafür 11 Minuten Zeit sozusagen. Sichern Sie den Schlüssel. Schlüsselkarte, okay. Zone? Ändert. Wir haben gar keine Zone. Nee, wir haben keine Zone. Alles gut. Da vorne ist jemand bei deinem Schlüssel. Ah. Oben kam einer runter. Ich bin da. Da geht's jetzt rund gerade. Oben auf der Flugzeughalle könnten wir sein. Da drüben sind irgendwelche zwei Stück. Laufen über die Gleise. Alter, die Mucke von Black Ops 1. Ja, blöde. Das ist ja voll geil. Feinde landen im Einsatzgebiet. Da drüben ist einer. Tot. Da drüben rennen welche über die Straße, ich verblende! In der Halle. In der Halle ist einer, ja. Leute, ich hab mich erschrocken, Alter, what the fuck? K.O.? Ich hol dich. Halt durch, Pana, ich hab dich. Okay. Direkt bei euch. Ja. Direkt hinter euch. Hinter uns! Ich rücke vor. Ich hab markiert, dein Teil ist reingerannt. Scheiße. Ja, Junge, hol mich. Ja, alle tot. Egal, weiter zum Schlüssel. Wo ist der? Der Schlüssel nicht, da. Nehmen neue Position ein. Da hinten. Nehmen neue Position ein. Ich rücke vor. Kevin, wir sind schon weiter vorne, Kevin, ne? Ja, ich weiß, ich sehe. Alles gut. Alter, was ist das? Fuck. Ich bin gleich da. Ja. Der ist unten drin. Okay. Ich gehe runter. Lokalisieren die den Schlüssel, Alter. Wait, what? Achso. Ich hab da eine Mine ausgelöst. Okay. Da hat jemand eine Mine hingelegt. Hast du? Ja, gut, okay, los, weiter geht's. Jetzt müssen wir. Kartencode knacken. Wir müssen zu dem Gebiet, zu dem gelben Gebiet, denke ich. Alter, was ist das denn, Alter? Öffnen Sie das Lager, Alter. Hinter, Junge. Hab keine Zeit jetzt im Zug zu fahren, Alter, halt's mal. Das ist ein Heli, der da hingeht. Ist da jemand, Kevin? Nee. Alles bei. Wir müssen dich jetzt versuchen, Alter. Knacken Sie den Code. Wahrscheinlich hier im Gebäude drin irgendwie ein Computer alle Häuser durchsuchen. Hier irgendwo oder so. Hier. Ich hab's. Alle
Führen Sie die Waffe. Was? What the fuck? Was für eine Waffe? Talisman freigeschaltet. Jo. Führen Sie die Waffe. Lokalisieren. Führen Koordinaten auf der Karte C6. C6 Waffenbauplan. C6 ist bei Boneyard. Boneyard. Wir müssen Boneyard rüber. Darüben, da drüben sind sogar welche auf dem Zug. Das auf dem Zug ist mir gerade scheißegal. Ja, ich weiß. Deutsche Bahn kommt sowieso immer zu spät. C6 bin ich jetzt. Ja, da ist ein Heli hinter uns, Achtung. Ja. Bist du läuft. Jetzt von mir gekriegt sogar Shipwreck. Also C6 irgendwo jetzt sicher. Oh! Crisis hat er gerade gesagt. Crisis. Krise hat er gerade gesagt. Scheiße, nun? Waffenbauplan muss ja irgendwo sein. Ich geh mal hier in der Ecke und muss mal gucken hier. Ohne das Gebäude ist bestimmt. Ja. Ich denke schon, ja. Oben ist eine Kiste. Eine blaue. Führen Sie die Waffe. Karte C6. C6 Boneyard. Ja, irgendwo hier. Oder gehört da der Bunker dazu hier drüben? In C6? Nee, ne? C6, ne. Nee. Das muss ja irgendwo sein. Ich weiß nicht, wo das sein soll. Keine Ahnung. Ich gehe mal dahinter hin. Was ich markiert habe, das ist nämlich auch mit drin. Okay. Geh mal hier rein. Wir haben hier ein ganzes Gebiet, was wir durchsuchen müssen, ne? Ja. Da sind noch Schüsse. Ist jemand drinne? Ich bin mal rausgerannt. Vorne, Achtung. Wait. Happen, ich komme zu dir. Ganz ja. Ruhig, ich halte dir doch den Rücken frei. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten. Danke. Ja. Weiter geht's, einsammeln alles. Let's go. Hinten. Junge, du mit deinen scheiß Raketenwerfer, Junge, verrecke. Ja, noch Skyo. Gut. Führen Sie die Waffe. Ich hab keine Ahnung, was die meinen, Alter. Waffenbauplan irgendwie. Ich hol mir mal Rüstung, ne? Ja? Wir sehen, wo der Waffenbauplan sein. Da drüben kommt einer runter beim blauen Flugzeug rechts. Oh, mir auch mal kurz Platte rein. Helikopter kommt. Keine Ahnung, wo der Waffenbauplan sein soll. Oder hier unten vielleicht noch. Hier unten bei der Halle vielleicht, da unten. Hier lang. Alles durchsuchen hier. Ja, Kevin? Oben ist einer, oder? Bei Kevin ist einer gelandet. Bei Kevin? So ein Wichser. Happen, entschuldige Kevin. Ich gehe hier dann schon mal weiter. Ganz ruhig, ich halte dir doch den Rücken. Let's go. Hau dir noch Rüstung rein, wenn du noch welche hast, Kevin. Bei mir hier wurde schon wieder was gesagt. Kann sein, dass wir hier auf der Spur sind. Okay. Irgendwie den Waffenbau. Wir haben nur noch 3 Minuten Zeit, den Waffenbauplan zu finden. Das ist doch. Drüben ist noch eine Halle. Hier ist auch nichts. Kein Dingens irgendwie. Hier drinnen? Findet auch schon was? Nee, ne? Ich weiß nicht, wo der. Vielleicht nee, das hier. Ist auch, das ist auch nicht mehr 6 gewesen. Sorry. Achso. Wollen wir mal zurück. Sind wir jetzt wieder in C6? Aber wir müssen, es muss irgendwo hier auf Boneyard sein. Wir müssen alle hier Flugzeuge, alles durchgucken. Alles durchsuchen. Irgendwo muss da sein. Warte, hier ist er! Zum Ansprechen, was ist denn das?
Gut gemacht. Ich hab ihn. LOL, Alter. Hauptmann DMR freigeschaltet, der epische, geil. Didi. So, wir müssen jetzt Leute killen damit. Was machen wir? Leute killen. Leute killen. Ja, dann probieren wir das mal. Ich nehme Spezialmunition rein. Hol dir die Waffe noch, Kevin? Dann gleich Spezialmuni noch reinklatschen, Kevin. Wir müssen jetzt. Jawohl, wir haben es alle. Wir haben es. Perfekt, Jungs. Übertragung. Knacken Sie den. Ich weiß nicht. Lass uns mal irgendwo hingehen, wo wir sicher sind. Oh, scheiße, jetzt habe ich zwei Sniper. Egal. Der geht jetzt alle Schritte durch. Ja. Wir warten erstmal hier. Ich habe mich auch erschreckt mit über den Typen und habe auch erst drauf geschossen. Übertragung. Ich habe hier Übertragung stehen auf jeden Fall. Ich auch. Habe ich hier irgendwas auf der Map? Irgendwo auf der Map? Nee. Ich sehe auf der Map auch nichts, gar nichts. Die sind alle hier bei Boneyard, die Feinde. Ja, ich habe auch erst auf den Typen geschossen gehabt, Alter. Alter, ich dachte, das wäre ein Gegner, Alter. Ich wollte ihm voll die Kranz das Gesicht zerschießen. Ich hab dir ja schon drauf geschossen, Junge. Aber, weißt du, wer das war? Das war der Frank Woods, ne? Aus Black Ops. Noch eine Minute 22, dann passiert irgendwas. Übertragung. Ich hab sonst nichts, was ich irgendwie. Was ist da, einer? Den hab ich weg. Lol. Was? Kann das sein, dass hier irgendwelche dargestellten Gegner, die sich hier in den Flugzeugen rumstehen? Ich weil der stand bloß glücklich rum. Ach so, ehrlich? Ja. Okay. Da kommt ein Heli. Hä? Ich seh die Leute gar nicht hin. Ich seh die Leute. Sit down. Sind welche gekommen? Ja, da sitzt hier im Flugzeug gleich dran, geradezu. Ich glaub, da hinten ist der, da hinten ist der. Da rennt irgendwo da hinten, da ist er. KO. Ein Hapf. Ich hab ihn. Okay. Der sagt was an. Der sagt was an. Hier, der Frank Woods, Leute. Oder irgendjemand ist das, keine Ahnung. LOL! Jawoll, Junge! Achtung! Auf dem Höhepunkt, ihr könnt selber lesen. Lest es selber. Ich lasse euch was genießen. Understand what's going on around you. You are in a state of war. And you have precious little time to save yourself. Letzte Chance, Soldat! Du oder sie! Bis zum Stadion, Alter! Auf zum Stadion, Jungs! Is a slow process which we call active measures. The first stage being demobilization. It takes from 15 to 20 years to demobilize a nation. The next stage is destabilization. What matters is essentials. Economy, foreign relations, defense systems. The next stage is crisis, with a violent change of power, structure and economy, normalization. This is what will happen in the United States if you allow all the schmucks to put a big on the government in Washington D.C. We will promise lots of things for me never mind whether the promises are fulfilled or not. Ich schaff's. The time bomb is ticking. With every second, the disaster is coming closer. Okay, the danger is real. Oh.
amerikanische Mitbürger. Ein nuklearer Konflikt wäre für die Menschheit das Ende. Wir wünschen uns eine friedlichere Welt. Wir haben Informationen erhalten, dass der sowjetische Agent Perseus im Spiel ist. Wenn er aktiv ist, passiert etwas Großes. Etwas, das dem Kalten Krieg auf den Kopf stellen wird. Dann suchen wir den Scheißkerl. Ist die Gefahr real? Ja, Sir, das nehmen wir stark an. Geben Sie Mr. Adler, was immer er will. Ich weiß, Sie enttäuschen uns nicht. Alter! Was zum Teufel ist das? Ach du Scheiße! Alter! Oh, Wortgefecht! Alter, ich hab, also wir haben auf jeden Fall ein Emblem verdient, Visitenkarte. Willkommen am Abgrund, jetzt vorbestellen. Oh mein Gott. Abbrechen. Okay, wir können uns das mal angucken. Visitenkarten, wie gesagt, haben wir gerade gesehen. Gleich mal die Frage auf jeden Fall an die Mitspieler. Sven, was hältst du davon? Das war heftig. Das war krank, Alter. Oh ja. Oh, geil. Die Visitenkarte mache ich mir direkt erstmal rein, also die ist doch einfach geil. Operator. Probleme, ja, die AK nehme ich mir auch rein, alle Waffen. Alter, ist das übel. Waffenkammer. Haben wir die Dings gekriegt für die DMR. Mhm. Ich find's so geil. Schweinebucht. Was hieß die Waffe oder was? Ja, Schweinebucht. Also, wo steht denn der Scheiß, oder? Mistgabel habe ich hier. Ach da, hier! Ja, geil, Alter. Schweinebuch, das war in Kuba damals im ersten Teil von Black Ops. Cool. Cool, coole Sache auf jeden Fall. Voll. Heftig. Boah, Junge. Jetzt gibt es aber nichts anderes, was zu spielen, ne? Grade. Na, jetzt gerade auch mal, ich denke mal, das wird für eine Zeit jetzt drin bleiben, damit das jeder machen kann. Hm. Okay. An der Stelle mache ich jetzt auch mal eine Pause. Habe ich einen Pause-Screen, nein, wechselt dann auf jeden Fall das Spiel. Ich danke erstmal auf jeden Fall an Angel Fist, Kevin und Sven Torvalo fürs Mitzocken, fürs Miterleben auf jeden Fall. War richtig geil. Also mir hat's richtig gefallen. Haben Sie